Hallo Fans und Freunde der Vienna, heute beginnt sie, die neue Meisterschaft in der zweiten Wiener Landesliga. Und ja, wir haben fleißig Testspiele gesehen und sind recht zuversichtlich, denn das Ziel heißt Aufstieg in die vierte Liga mit Meistertitel 2019, glaube ich, ist zu rechnen und das könnten wir schaffen mit den Jungs, wenn sie durchhalten und wenn wir sie natürlich gut unterstützen. Und das beginnt heute um 16 Uhr am Sportplatz Siemens gegen Siemens Großfeld. Und ja, ich glaube, das könnte eine ganz spannende und erfolgreiche Meisterschaft werden. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich und ich werde natürlich ständig davon berichten, von allen Spielen bzw. auch Training-Hintergründe. Und ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am Sportplatz und unterstützen gemeinsam unsere Mannschaft. Jetzt ist Treffpunkt auf der Hohen Warte und dann fahren wir in den 22. Und ich hoffe, es gibt ein spannendes Spiel zu sehen. Ja, bin auch schon ganz aufgeregt, denn eine neue Meisterschaft, neue Mannschaft, ich aber die alten Fans. Also, schauen wir uns das an. Come on Vienna. Liebe Vienna Fans, das war das Spiel gegen Siemens Großfeld, 3:1 gewonnen, war naja, eigentlich die Härte, die wir erwarten müssen in dieser Liga, denn diese Mannschaften, die können nicht mit uns mitspielen, dann spielen sie halt gegen uns und das ist zwar nicht immer schön, aber leider Gottes Realität. Ja. Letzte Woche gab es kein Spielvideo, da war ja der Geburtstag, der geht vor und ich hoffe, es hat euch recht gut gefallen, dass ihr Fangespräch bzw. das Gespräch mit der Wiener Größe, mit Hans Butzek, der Feedback war schon mal sehr, sehr toll. Danke, danke, danke für das viele Lob und ja, ich werde natürlich versuchen, das auch zu verbessern und natürlich auch andere Leute zu interviewen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu und abonniert den Kanal und liked die Videos, wenn sie euch gefallen. Heute gibt es ein kleines Bezirksderby gegen Fortuna. Wetter ist nicht so besonders berauschend, aber ich hoffe dafür umso heißer das Spiel. Also, come on Vienna! Ja, liebe Vienna Fans, das war das erste Heimmatch dieser Saison gegen Fortuna 04. 2:1 gewonnen, obwohl wir die letzten 10 Minuten nur mehr mit 10 Mann am Feld gespielt haben. Ja, es war die erwartete Härte, leider Gottes. War nicht unbedingt sehr schön anzuschauen, aber 3 Punkte, man nimmt sie trotzdem gerne mit. Van Zanen hat ein paar sehr schöne Einlagen gezeigt. Cordisi hat leider noch nicht gezündet, zwei hundertprozentige versemmelt, also ja, ich hoffe, es wird noch. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Chilenen bald mitspielen, weil ich glaube, die können wir ganz gut gebrauchen, vorne zum Tor schießen. Wetter war herbstlich, also es waren wirklich schwierige Verhältnisse. Ich glaube, heute ist der Platz komplett kaputt. Aber natürlich nächsten Freitag hoffe ich, dass alles wieder passt für das nächste Heimspiel. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns recht zahlreich bei den nächsten Matches sehen. Ja, heute ist ein Damenmatch hier in der Spielmanngasse, die wir natürlich gerne unterstützen. Ich hoffe, wir sehen uns auch recht zahlreich bei anderen Matches der Damen und natürlich der Herren. 750 Fans bzw. 750 Zuschauer waren gestern bei dem Match oben auf der Hohen Warte. Ich möchte gerne wissen, bei welcher Mannschaft noch bei diesen Wetterverhältnissen so viele treue Fans zu einem Match kommen. Also Hut ab und halten heute unseren Damen die Daumen darauf, dass sie heute wieder ein gutes Matchup liefern und gewinnen. Also, kommen wir an.
Das war das Damenmatch. 2:0 gewonnen. Gut gespielt, hat mir sehr gut gefallen und schade, dass nur so wenig Wiener-Fans da waren und die Damenmannschaft unterstützt haben. Ich hoffe in Zukunft zumindest bei den Heimspielen mehr Wiener-Fans zu sehen. Ja, das waren die ersten Spiele der neuen Meisterschaftssaison 2018-2019. Ich hoffe, das Video bzw. ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und war auch informativ für euch. Es geht so weiter. Und ich hoffe, wir sehen eine spannende Meisterschaft. Also meine Lieben, bis nächste Woche und Kammern Vienna.